Es hat die ersten 5 Runden sehr gut ausgesehen. Die Joker Lab habe ich optimal gewählt, glaube ich. Ich habe nachher einen Vorsprung gegenüber von Marek Zimmer gehabt. Glaube ich, es ist nicht sicher, aber ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Wenn das Material nicht gebrochen wäre, hätte ich dieses Rennen wahrscheinlich gewonnen. Ich war in der zweiten Startreihe, am dritten Platz, also wie gesagt, eh ganz ein guter Startplatz. Bin auch ganz gut weggekommen, nur dann habe ich von der Seite, also von hinten ist der Haschani, der Ungar, gekommen, hat den Stolzner eine mitgegeben und dann sind wir der Stolzner und ich sind angeflogen. Wir hätten eigentlich erwartet, dass der Start abgebrochen wird, aber auch, dass abgebrochen wird, das Rennen ist aber leider nicht der Fall gewesen. Somit bin ich nur Letzter von der Finale. Nagyon örülök, hogy sikerült megnyernem ezt a futamot. Nem gondoltam, hogy első helyen végzek, mert a 5. rajtkockában sikerült csak kvalifikálnom magam. De az autó folyamatosan javítottunk, és így a végére elég lett arra, hogy 5. helyről elsőként végezzük ezt a versenyt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy külföldön is sikerült újra nyernem. Tavaly év végén egy párszor nem sikerült, de most újra toppon van a kocsi és a csapat. Mindenkinek köszönöm a segítséget, és nagy a boldogság.